Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Oh yeah! Es ist schön, wieder hier zu sein. Muss ich ehrlich sagen, es fühlt sich jedes Mal an, als wenn ich nach Hause kommen würde. Und jetzt auch noch mit dem Bonus, dass wir hier neue Quests haben, dass es hier ein bisschen was verändert wurde. Was haben wir da? Ach ja, das Orkblatt, stimmt. Und eine Seraphis. Also alles schön, alles toll. Mir freut es auch so sehr. Schaut das Wasser. Ich bin so glücklich. Es tut nichts mehr da grafisch kaputt werden. Es ist so schön. Es ist so toll. Ja, es ist kein Vergleich jetzt grafisch zu dem Teaser, den wir hatten. Schon klar, aber ich meine, das ist Gothic. Ich bin mit dem groß geworden. Das war eins meiner ersten PC-Spiele, die ich hatte. Und es ist jedes Mal ein Wahnsinn, es nochmal zu spielen. Ich glaube, grafisch ist es ja schon irgendwo dort bei Gothic 2 fast, oder? Glaube ich. Ha? Könnte man so sagen, oder? Auf jeden Fall gut. Gut, gut. Ich freue mich. Ja. So. Da haben wir die beiden Jägerleins da vorne. Eine Fleischschwanze, die machen wir gleich kaputt. So. Komm, komm, komm. Na, würdest du bitte sterben? Bitte? Es tut mir sehr leid, aber... Dann gehen wir halt einen Schritt zurück. Mit der Axt geht's leichter. Na. Aber jetzt. Nein. Ja, das hat sich natürlich nicht verändert, ne? Vielleicht soll ich einen Knüppel nehmen. Ich probiere mal den Knüppel aus. Vielleicht geht der leichter. So. Und? Jawohl. Knüppel aus dem Sack geht leichter. Können wir gleich merken. Knüppel ist gut für Fleischschwanze. Werde ich mir sicherheitshalber nach Möglichkeit einem in Inventar lassen. So. Grüß euch Gott, Burschen. Wie geht's euch? Drax und Redford. Was willst du? Dich warnen. Achso? Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Okay. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? Mhm. In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Okay, wo kriege ich denn bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Okay. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Ja, aber da sind leckere Waldbeeren drin. Und vielleicht Honig von Bienen, falls es hier sowas gibt. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Okay. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Oh. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Super. Wie lange bist du denn schon da? Du bist dann sicher schon lang genug hier, um keine Karte mehr brauchen zu müssen, oder? Wenn er schon so viel erzählt. Hm. Naja, wieso verkauft er die Karten nicht? Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann.
Ja. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Pity. Und du, Trax? Servus, ihr jagt hier, richtig? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Da haben wir genug. Hier, nimm eine Flasche. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Gerne. 100 Erz, 50 Erz, nochmal 100. Du verlangst aber verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Mhm. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Mhm. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Richtig. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, da hast du recht. Servus. Ciao. Den Kerl müssen wir uns sehr gut merken. Er hat nämlich vollkommen recht. So, wie viel Erz habe ich denn eigentlich mit dabei? Gibt es irgendwo? Gar keins. Wo ist der eine Erzbrocken hinter uns? 4. Du, ich habe 4 Erz. Reicht das zufällig? Nee, natürlich nicht. Okay, macht jetzt aber nichts. Die Scavenger sind sowieso... Neuer Spielstand. So, Spielstand 3. Ich wollte sagen, schreibe ich denn da zusammen? Wohl passt schon. Ich wollte sagen, die Scavenger sind sowieso eigentlich unsere Nahrungsquelle momentan, weil gebratenes Fleisch braucht man sowieso en masse. Also ist eh wurscht. Bist du alleine? Ich hoffe. Huch. Jetzt ab. Komm, werd hin. Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh. Aus dir mach ich Gulasch. Schön. Der da vorne hat, glaube ich, jetzt gerade Blutfliegen gekillt. Na, Scavengers, verdammt mich. Das war nicht gut. Junger Scavenger. Eine Brückenwache. Eine Seraphis. Da schauen wir uns mal ganz kurz um. Wobei, der Jäger macht mich gerade ein bisschen schwach. Nicht, dass der jetzt unser Scavengerlein tötet. Weil das möchte ich gern machen. Wegen Erfahrungspunkten. Den einen haben wir jetzt eh schon verloren. Der geht echt dahin. Pfui. Geh weg. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich glaube, der geht nach Hause. Gehen beide nach Hause? Ich glaube schon. Schlecht. Speichern. Egal. Das war damals aber nicht der das glaube ich, oder? Die kommen schon tagsüber wieder. Die gehen jetzt nur mal pennen, oder? Glaube ich.
Na gut. Das können wir jetzt aber ausnutzen. Ist das ein Stein? Das ist ein Stein, ne? Ja. Das können wir jetzt ausnutzen und hier gleich mal unsere Fähigkeiten üben. An diesen Scavenger hier. Komm her. Ja, ja. Komm zu Mama. Papa. Na, bitte nicht. Das ist ein großer. Huch. Okay, das sollte ich lassen. Ich dachte, das wäre ein kleiner. Entschuldigung, mein Fehler. Na, auf keinen Fall die angehen. Abstand halten noch. Die sind noch zu groß für mich. Später. Unbedingt später. Die aber am Fluss müssten passen. Da habe ich mich vertan. Oh weia. Upsi. So, gehen wir eine Runde baden. Die stinken eh schon. So, dann schauen wir mal, ob hier ein junges Bock hätte. Hallo, jetzt geht nur einer, bitte. Hallo? Hallo? Ja? Ja, nur einer, bitte. Ja, kommen Sie. So, ein bisschen Abstand halten und geht schon. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Sehr gut. Hui, da sind die Vögel aber laut. Sie sind so laut hier. So, dann können wir gleich so kaputt hauen. Wusch. Theoretisch. Jawohl, jawohl, da waren wir zuerst. So, so, so. Sehr gut. Bald müssten wir auch mal ein Level-Up haben, ne? Glaube ich. Oder funktioniert das jetzt auch anders? Könnte ich mir schon vorstellen. Na, ein Viech noch. 20 Erfahrungspunkte fehlen. Waren das junge Blutfliegen? Die muss ich fast auslassen. Die muss ich fast auslassen, weil wegen Stachel und, so, und Flügel und so, ne? Die sollte ich noch nicht töten. So. Ich Trottel hab vergessen, auf die Uhr zu schauen, glaube ich. Und passt schon. Ist wahrscheinlich der Part mit ein bisschen Überlänge. Oder zu kurz, eins von beiden. Ach ja, war da unten nicht noch eine Wasserhöhle? Oder ich mich da jetzt... Hoppala. Falsch erinnert. Egal. Laufen wir mal weiter. So. La 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 la. Schön die Scavenger hier ausweichen. Einen großen Bogen machen. Guten Tag, die Herren. Alles in Ordnung? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Ah. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Ach so. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Okay. Danke. Ja, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ich werde bestimmt nicht in der Mine für euch schuften. Ganz sicher nicht. In dem Fall bist du wohl unser zukünftiger Kollege. Dann sei schön lieb zu uns und wir sind natürlich morgen auch noch hier. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Lager. So wie du rumläufst, schaffst du es nicht mal bis dahin zu kommen. Und jetzt weg mit dir. Okay. Sehr charmant. Sehr charmant. Sehr charmant. So. Haben wir es schon mal über die Brücke geschafft? Super. Ja, Fleischschwanzis. Und? Zack, zack. Ach ja, den Knüppel aus dem Sack. Genau. Den Knüppel. So, das müsste jetzt leichter sein. Und patsch. Sehr gut. So, halt. Bitte aufheben. Danke. Und? So, die nächste. Quatsch. Jawohl. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Ein Becherchen. Ein Fleischschwanzelfleisch. Und noch ein Fleischschwanzel. Quatsch.
So. So, noch eine Waldbeere. Hier liegt nichts mehr rum. Schaut aus, zumindest so. Die Nase juckt. Tja. Gut, darüber sollte ich noch nicht gehen. Das sind, glaube ich, ausgewachsene Morrats. Die würden mich kaputt hauen. Und da vorne ist, glaube ich, ein ausgewachsener Scavenger. Das sollte ich mir auch sparen. Da vorne ist noch ein Fleischschwanzel. Das machen wir auch noch kaputt. Hoppala. Aber jetzt. Aber jetzt. Jawohl. Tja. Passt. Und dann rüsten wir noch unser Schwertel aus. Dass die gleich merken, okay, wir sind hier kein ganz blutiger Anfänger. Wir haben ein altes Schwert. Ja. Dass die auch ein bisschen Respekt vor uns haben. Mhm. So, gleich speichern noch sicherheitshalber. Nicht, dass wir noch ein Pfeilchen kriegen. So. Guten Tag, die Herren. Ich möchte hier durch. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Richtig. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Selbstverständlich. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Ich will mich nur ein bisschen umschauen. Klar, ich habe mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Allein aus Spaßgründen, wir haben eh gespeichert. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Oh. Die sind alle so ernst. Ist wie bei der Arbeit. Die verstehen auch selten Spaß. Ja. Wo soll's denn hingehen? Da rein, ich will bitte. Ins Lager. Du bist doch nicht. Ich überspringe das mal kurz. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Ja. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Bitte. Gut. Du kannst reingehen. Danke. Viel zu ernst, die Herrschaften. Servus. Ich will Gardist werden. Na, lieber nicht. Der Gang ist ja auch so gereizt und haut uns zusammen. So. Die Schatten und ein Gardist. Ja, die Schatten haben jetzt eine blaue Uniform an. Irgendwie komisch, ja. Da oben möchte ich noch nicht hingehen. Da oben ist so ein Halsabschneider. Ich schaue mich hier lieber mal kurz um. Schatten und Diego. Hallo Diego. Hey du. Servus, ich habe gehört, du sammelst alte Münzen. Das ist richtig. Von wem hast du das denn gehört? Ach, ist ja auch wurscht. Wenn du welche findest, kannst du sie gern zu mir bringen. Das ist super. Das machst du auch nicht umsonst. Ich gebe dir für jede Münze einen Erzbrocken. Das ist cool. Abgemacht? Ich will mehr. Na, abgemacht. Ist fair, oder? Ich will mehr? Na, abgemacht. Passt. Gut, bring mir alle alten Münzen, die du finden kannst. Denk dran. Ich biete dir im Tausch für jede Münze einen Erzbrocken. Wahrscheinlich hat er mir zwei gegeben, dann weiß ich wurscht. Hier. 19 Stück. Hier sind meine gesamten Münzen. Gute Arbeit. Gib her. So, hier ist wie vereinbart für jede Münze einen Erzbrocken. Ich glaube, das ist ein Diss, ne? Ich hätte doch das andere nehmen sollen. Falls du wieder welche findest, weißt du ja, wie du sie los wirst. Gut. Mach's gut. Grim, servus. Alles okay? Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Mhm. Ich bin Grim. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Eine Fuhre. Schön. Wie ist das Leben hier so? Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Okay, was muss ich machen, wenn ich in dieses Lager aufgenommen werden will? Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus.
Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Okay. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay, danke. Ciao, ciao. Die Prüfung des Vertrauens. Sehr charmant. Servus, Torus. Du siehst nicht aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Ich will für Gomez arbeiten. Meh? Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für deinen obersten Feuermager. Ich will für Gomez arbeiten. Ja? Ich will für Gomez arbeiten. Ach. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Warum stellst du mich auf die Probe? Würdest du mich für eine entsprechende Menge... Blablabla. Gomez sagt... Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Mhm. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Okay. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Ja, super. Grandios. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Okay. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Ja. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, ich bin bereit. Was soll ich tun? Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Aye, Captain. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Oh. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Mhm. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Wo finde ich Mordrak? Soll ich den Kerl umbringen? Ich kümmere mich darum. Magierproblem? Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Aha. Also, mehrteilig. Schön, wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Das finde ich gut. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Alles klar. Wo finde ich diesen Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager.
Soll ich ihn umbringen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Okay. Ich hab die 1000, genau. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Das wollte ich mal kurz sicherheitshalber speichern. Ne? Nicht, dass der mich jetzt umbringt, weil es hätte geheißen von Diego, wir sollten die Klappe halten. Aber der Torus ist ja ein Lieber, ne? Ein ganz Lieber, also... Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Na dann. Okay. Das zu dem. Diegos Hütchen. Mit seinem hauseigenen Kamin. Tja, gut. Wie schaut's aus? Zeitmäßig haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh Gott, ich werde es so bereuen, hier lang zu gehen. Oh, wir lernen jetzt gleich die nervigste... Oh Gott, ich konnte ihn ausweichen. Nervensäge kennen, die es gibt. Nicht Snuff, sondern den, der da drüben sitzt. Servus, Snuff. Wie steht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich machen? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich habe da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilze. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Wie komme ich denn auf 10? 3 und 5 ist ja echt ein Lacher. Hört sich gut an. Willst du denn, dass ich kotze? Na, hört sich gut an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Ja. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Oder verstorben. Wo finde ich Fleischschwanzen? Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Aha. Und Höllenpilze? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der ungestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Danke. Wer war der Typ, den du losgeschickt hattest? Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Okay. Ciao, ciao. Ja. Der gute Neck, ne? Gut, da oben hätten wir den Dieb hier. Fingers. Hallo. Ich will Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Schade. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Das klingt leicht. Alles klar. Danke.
Dann brauchen wir nur einen Lehrer dafür, ne? Wassereimer. Kann ich damit jetzt was anstellen oder was kann ich da trinken? Nö. Ich dachte, ich kann, oder vielleicht doch, wenn ich verletzter wäre. Nö, glaube ich nicht. Okay. Bam, bam. So. Hier wären wir bei der Arena angekommen. Skatty. Hallo. Hey, du. Huch, das ist ein bisschen zu nah. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ich will wetten. Ich will in die Arena kämpfen. Wieso lasst ihr die Leute aus dem anderen Lager hier kämpfen? Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Ja, das fragen wir mal. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Bitte. Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay. Das könnten wir vielleicht hinkriegen. Dann trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay. Einhänder kann ich mir nicht leisten momentan. Servus. Wetten, kämpfen tun wir noch nicht. Wieso lässt ihr die Leute aus den anderen Lagern hier kämpfen? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Ah. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ja klar, verständlich. Na gut, bis zum nächsten Mal. Und ich würde auch sagen, das betrifft auch uns. Ich glaube, der Part wäre zu Ende. Zumindest, glaube ich es. Ihr Lieben, somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!